Ja, meine sehr geehrten Herren, die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite, hier zu sein. Als Herr Ziegenbalg mich angesprochen hat, hier etwas zu sagen zu dem Thema Aufsichtsrat und was er beitragen kann, habe ich das gerne gemacht. Denn wir sind doch schon eine ganze Strecke gekommen von der Situation, wie sie herrschte, als ich angefangen habe in meiner ersten Bank. Das war etwa die Zeit, als Abs sein 29. Aufsichtsratsmandat bekommen hat. Und dann ist er, als er aus der Sitzung rausgekommen ist, von einem jungen Journalisten gefragt worden: Herr Abs, meinen Sie denn nicht, dass es doch sehr viel an Macht und Verantwortung und Einfluss, wenn Sie so viele Aufsichtsratsmandate haben? Dann schaut er ihn über seine randlose Brille an und sagt: Junger Freund, wissen Sie denn, was der Unterschied zwischen einer Hundehütte und dem Aufsichtsrat ist? Sagt er: Nein. Dann sagt er: Ganz einfach, die Hundehütte ist für den Hund, der Aufsichtsrat für die Katz. Das war zu meiner Zeit etwa die Bedeutung und die Sichtweise des Aufsichtsrats. Und was ich gerne in den nächsten Minuten mit Ihnen besprechen will, ist meine Sicht heute, wo wir hergekommen sind und vielleicht auch, wo wir stehen. Die Kernfrage bei diesem Thema Pflichtübung oder Wertbeitrag ist ja immer: Wie kann man ein Unternehmen im Interesse seiner Shareholder wirklich gut steuern? Das ist die alles entscheidende Frage. Und diese Fragen stellen sich immer gleich, wenn ein Unternehmer, ein Eigentümer seine Firma nicht mehr selbst führen kann oder will. Die erste Frage, die er beantworten muss: Durch wen und wie soll das Unternehmen geführt werden? Und die zweite Frage ist: Wie soll das sinnvollerweise kontrolliert werden? Diese beiden Kernthemen von, heute würden wir sagen, Corporate Governance, bedeuten, der Stakeholder, der Interessen an einem Unternehmen hat, möchte, dass das Unternehmen so gut geführt wird, so gut überwacht wird, dass am Ende optimale Entscheidungsstrukturen rauskommen und man aus dem Unternehmen mehr macht, als eigentlich drinsteckt. Dazu haben wir ja zwei unterschiedliche Modelle. In den USA sind es allein die Investoren, die das entscheiden. Sie sind als Eigentümer diejenigen, die eine Reihe von Persönlichkeiten wählen, die sie mit ihrer Interessenvertretung, wir nennen das das Board of Directors, beauftragen. Zu diesen Personen, die die Investoren wählen, gehören zum einen die Top-Manager, typischerweise der CEO und der CFO, die das Unternehmen operativ und strategisch leiten und eben Mitglied in diesem obersten Entscheidungsgremium sind. Und zum anderen unternehmensfremde Persönlichkeiten, die diese Manager beraten und kontrollieren und denen die Investoren vertrauen. Beide zusammen, externe wie interne, bilden ein Board, ein, wir sagen das so schön neudeutsch, monistisches Board. Und sie gemeinsam steuern als Vertreter der Eigentümer und nur in dieser Richtung das Unternehmen. Da gibt es viele Urteile der obersten Gerichte, dass ein Board ausschließlich für die Interessen der Investoren da ist. Auch bei uns lenken die Investoren große Unternehmen natürlich nicht selbst operativ, geht gar nicht, sondern auch sie wählen sich ihre Vertreter. Aber wir haben zwei, wie wir alle wissen, Unterschiede. Das eine ist, dass die Lenkung des Unternehmens institutionell geteilt ist in eine operative und strategische Führung durch den Vorstand und dessen Überwachung durch den Aufsichtsrat. Und das zweite ist, dass es bei uns nicht die Investoren alleine sind, die das Kontrollgremium Aufsichtsrat einsetzen, sondern die beiden wichtigsten Stakeholder, nämlich Investoren und Mitarbeiter. Bei uns sind diese beiden, wenn Sie so wollen, Unterschiede zu Amerika historisch gewachsen und ich glaube, entsprechen auch sehr gut unserer Kultur. Zunächst mal die Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat entspricht sehr stark unserem Prinzip der Gewaltenteilung oder, wenn Sie so wollen, aus einer Bank, die mir über viele Jahre ja sehr nahe stand, das Vier-Augen-Prinzip. Sie haben eben im Kreditgeschäft immer einen Loan Officer,
Und dann haben Sie die Kreditabteilung und beide zusammen müssen ein Geschäft unterschreiben. Also das ist für uns ganz typisch, dass wir jemand haben als Institution, der Chancen wahrnehmen soll, der Vorstand, und jemand, der dann versuchen soll, grobe Fehler zu verhindern, der Aufsichtsrat. Auch der zweite Unterschied, nämlich die Mitarbeiterbeteiligung, hängt mit unserer Kultur zusammen. Wir sehen Unternehmen nicht ausschließlich im Interesse der Aktionäre, sondern wir sehen sie in erster Linie als eine gesellschaftliche Veranstaltung. Und das heißt, dass der nachhaltige Erfolg wichtiger ist als der kurzfristige, quartalsweise Shareholder Value. Und das gilt dann eben auch für das Einbeziehen unserer wichtigsten zweiten Säule der Mitarbeiter. Wenn wir also heute über den Wert guter Corporate Governance in unserer Umwelt sprechen, dann geht es nicht, und das will ich deutlich sagen, dann geht es für mich nicht darum, nun sämtliche Kodexänderungen der letzten 15 Jahre zu zitieren. Es geht mir nicht darum, das Aktiengesetz nochmal zu interpretieren oder irgendwelche anderen interessanten Vorschriften hier auszubreiten. Erstens gibt es dazu andere, die das viel besser können. Und zweitens ist das Motto, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, nicht so unbedingt das, was ich gerne möchte. Mir geht es vielmehr darum, dass die Vorschriften, die wir da in wirklich deutscher, unendlicher Zahl haben, ja nichts anderes sind als die Verkehrsregeln im Straßenverkehr. Sie bestimmen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Sie sagen aber nichts aus über den eigentlichen Leistungsvergleich, warum der eine Fahrer besser zum Ziel kommt als der andere. Mir geht es also um das Lenken, um das Fahren und weniger um die Leitplanken. Außerdem verstehen Sie bitte meine Anmerkung oder Bemerkung in keiner einzigen Phase als eine Zustandsbeschreibung der Gremien, in denen ich tätig bin, sondern als meine persönliche Sicht der Dinge. Sie können also das eine nicht aus dem anderen ableiten. Zunächst mal klar, die gemeinsame Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat ist es, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Und ich glaube, das ist wichtig, jedes einzelne Wort ist die gemeinsame Aufgabe, nicht von einem oder dem anderen, und den Unternehmenswert nachhaltig. Das hängt in allererster Linie natürlich von einem wirklich guten Vorstand und seiner ganzen Mannschaft ab. Der Vorstand führt die Geschäfte und er ist derjenige, der diese auch so umzusetzen hat. Dann ist natürlich die Frage, was macht daneben einen guten Aufsichtsrat aus? Und vor allem, wie können beide optimal zusammenarbeiten? Zwei, drei Worte nur zum Vorstand, weil das ja nun wirklich nicht unser Thema ist und weil darüber auch schon unendlich viel geschrieben worden ist. Der Vorstand führt das Unternehmen in eigener Verantwortung und legt die strategische Ausrichtung fest. Er pusht, treibt, identifiziert Marktchancen, sucht Effizienzmöglichkeiten, also er ist der Motor der ganzen Geschichte. Er ruht nicht, bis er Antworten gefunden hat. Ein Problem ist keine Antwort, sondern die Lösung ist die Antwort. Und er repräsentiert im Normalfall das Unternehmen nach innen und nach außen. In unserem Kontext, viel interessanter, ist natürlich die Frage, welche Rolle sollte ein guter Aufsichtsrat spielen? Und da würde ich ein ganz simples Leitmotiv geben. Und das Englische hilft uns da manchmal. Support and Challenge. Und die Kernthemen wären für mich Strategie und Vorstandsbesetzung. Und das würde ich gerne jetzt in den nächsten Minuten etwas ausführen. Dieses Support and Challenge heißt ja als erstes Support, dass er ein engagierter Berater ist in wichtigen Fragen für das Unternehmen, für den Vorstand. Da gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen dem amerikanischen Board und einem deutschen Aufsichtsrat. In einem amerikanischen Board ringt man in der Tat um die bessere Lösung.
Sie wissen, es gibt keine Arbeitnehmervertreter. Es gibt auch nicht diese Zweiteiligkeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, sondern man fühlt sich als eine Einheit. Man bekommt nach kurzer Zeit fast ein freundschaftliches Verhältnis, aber immer ein sehr professionelles. Und dann ringt man bei einem Thema um die bessere Lösung. Joe, what do you think about it? Is there no better way to do it? Ich würde mal schätzen, dass mindestens 30% der Themen, die in einem Board behandelt werden, am Ende anders rauskommen, als sie reingegangen sind. Wenn das bei einer deutschen Aufsichtsratssitzung passieren würde, würde ich mal sagen, würde es relativ rasch große Wechsel geben. Wir haben unsere Beschlüsse, soweit das irgend geht, vorher abgesichert, sowohl juristisch, also nach allen Regeln der Kunst, als auch nach der Frage, wer alles dafür, wer dagegen ist, wie man das formulieren kann, sowas alles. Also eine ganz andere Sache. Wir sind viel stärker formalistisch orientiert, auch im Zusammenhang mit der Mitbestimmung. In Amerika ist es wirklich ein echter Austausch von Meinungen und ein Einsatz von Erfahrungen. Warum ist das so neben der Mitbestimmung? Ich glaube, das ist zum einen geschuldet der Tatsache, dass wir eben zwei Gremien haben. Ein Vorstand möchte gerne sein Führungsmonopol haben und möchte gerne nicht ständig von einem anderen Gremium in Anführungszeichen belehrt werden, so gut gemeint das auch sein mag. Und ein Aufsichtsrat fühlt sich oft blockiert in der offenen Diskussion, weil diese Frage zwischen Arbeitnehmer und anteilseigener Vertretern ja immer etwas virulent ist. Und da nun allzu kritisch etwas zu sagen, ich nehme mal das Beispiel, dass man mit irgendeinem Vorstandsmitglied nicht zufrieden ist, ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Wer weiß, wird der dann morgen im Unternehmen schon gleich von niemand mehr akzeptiert. Was können wir tun, damit bei dem Thema Berater der Aufsichtsrat nun einen wirklichen Beratungsmehrwert liefern kann? Ich glaube, das allererste ist die überzeugende Besetzung. Und da ist der Aufsichtsrat, und wenn es um die Anteilseignervertreter geht, die Anteilseignervertreter ganz alleine gefordert. Denn er macht die Vorschläge an die Hauptversammlung. Da gibt es niemand, auf den man ein Nicht-Tun abwenden könnte. Die Frage muss doch einfach heißen, was hindert es uns eigentlich daran, wirklich die besten Köpfe zu suchen, die dem Vorstand bei seiner Entscheidung einen echten Mehrwert liefert? Eigentlich hindert uns nichts dran, höchstens wir. Und ich bin sicher, der Aufsichtsrat sollte in diesem Zusammenhang einfach ein Abbild der strategischen Herausforderung sein. Das, was das Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreichen muss, das sollte im Aufsichtsrat wirkungsvoll unterstützt werden können. Die Ressourcen, die Qualifikationen, die brauchen wir. Denn dann können die Kompetenzen, die Erfahrungen das Unternehmen im Hinblick auf seine Zukunft unterstützen. Dazu zählt für mich auch bei dieser Auswahl die Unabhängigkeit. Nur nicht die Unabhängigkeit im angelsächsischen Sinne. Da müssen Sie 20 Fragen ausfüllen, ob Ihr Sohn irgendwo mal ein Praktikum in der Firma gemacht hat oder ob Sie zum gleichen Club gehören wie der Vorstandsvorsitzende oder sowas. Das ist für mich nicht unser deutsches Thema Unabhängigkeit. Sondern Unabhängigkeit heißt für mich, dass ich ausschließlich die Interessen dieses Unternehmens sehe als Aufsichtsrat. Dass es keine anderen Interessen gibt, die das behindern. Und das heißt eben auch, Interessen im Sinne von Zeit oder Overboarding, da haben wir nun alle schöne Formeln, wie viel Mandat und all sowas. Entscheidend ist, ein Aufsichtsratsmitglied muss genügend Zeit haben, um sein Mandat wirklich voll auszuüben. Und was bei der Besetzung für mich wichtig ist, ist wieder im angelsächsischen Term Diversity. Nehmen wir mal das Beispiel Frauen in Gremien.
Das wird in beiden Kulturen völlig anders behandelt. In den amerikanischen Boards und bei uns. Beide haben ein großes Interesse, dass wir eine gute Präsenz von Frauen haben. In Deutschland ist das in erster Linie eine gesellschaftliche Frage. Wir wollen eine gleichberechtigte Teilnahme an der Führung von Unternehmen haben. Wir haben das, ja, wie wir alle wissen, inzwischen auch gesetzlich so geregelt. In Amerika ist es völlig anders. Die Frage kommt, wie kann ich mein Board so machen, dass ich möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen, Aspekte, Denkweisen, Kulturen einbinde. Unter dem Motto, wenn alle das Gleiche denken, dann braucht es nur einen. Also man sucht Diversity als eine Verbesserung der Qualität des Gremiums. Ob das für Afro-Americans gilt, ob das für Asians gilt, ob das für bestimmte Funktionen gilt. Man sucht die Diversity, um damit das Gremium als solches besser zu machen. Bei uns, und ich bin froh, sehr glücklich, dass das in der Regel so ist, haben ja auch Frauen sehr dazu beigetragen, dass die Qualität steigt. Aber das war nicht das ursprüngliche politische Ziel. Die Mandatslaufzeiten. Ich glaube persönlich, dass jemand, der mehr als 9 Jahre in einem Aufsichtsrat ist, nicht mehr die Unabhängigkeit haben kann, die eigentlich gewünscht ist. Denn es gibt fast keinen Beschluss, den er nicht mal selbst mitgetragen hat. Also wie kann er den sehr gut noch in Frage stellen? In Amerika ist das sehr konsequent. In England ist es sogar eine gesetzliche Norm. Wenn Sie mehr als 9 Jahre in einem Board sind, sind Sie per Definition nicht mehr unabhängig. Neben der überzeugenden Besetzung kann ein Aufsichtsrat seinen Beratungsmehrwert natürlich in erster Linie dadurch sicherstellen, dass er die richtigen Themen angeht. Und da bin ich persönlich überzeugt, dass der Aufsichtsrat generell sein Schwergewicht auf strategische Themen legen sollte. Damit, und das nur in Parenthese, stellt er auch sicher, dass der Vorstand selbst viel stärker auf die Langfristthemen fokussiert wird. Wenn Sie in den Aufsichtsratssitzungen kaum strategische Themen behandeln, dann ist auch der Vorstand nicht gehalten, zumindest in dieser Ebene sich dazu zu äußern und wird das eher dann auch ein bisschen hinten anstellen. Und dieses Thema strategisch oder der Blick von heute und von morgen, ich glaube, der ist ganz, ganz entscheidend für die meisten unserer Unternehmen. Auch da haben die Amerikaner einen simplen Spruch: One foot in today, one foot in tomorrow. Es ist völlig klar in einem Board, dass ich mindestens so viel Zeit für strategische Fragen habe, wie für operative Fragen habe. Wenn ich mir unsere Tagesordnung anschaue, dann sagen wir mal, muss ich die Zeitanteile da doch sehr vergewaltigen, um auf die 50% zu kommen. Sie können sich das so vorstellen wie ein neuer Trainer in einer Bundesliga-Fußballmannschaft. Was wird ihm der Sportdirektor sagen? Der Sportdirektor wird ihm sagen, wir erwarten von dir den langfristigen Aufbau eines wirklich erfolgreichen Kaders. Wir streben eine goldene Zukunft für unser Team an. Wir wollen wirklich künftig ganz vorne dabei sein. Und das erfordert, wie wir alle wissen, natürlich Geld, Zeit, Unterstützung, Spielpraxen für junge Spieler, alles das. Aber wir wollen natürlich genauso, dass du, bis wir dort sind, kurzfristig zumindest mal so erfolgreich sind, dass wir immer in einem internationalen Wettbewerb dabei sind. Also diese Spannung zwischen der aktuellen Performance und dem, was wir in die Zukunft investieren, das ist eine aus meiner Sicht der zentralen Aufgaben, an denen ein Aufsichtsrat mitwirken muss. Grundsätzlich ist immer eine Investition in die Zukunft eine Belastung des aktuellen Ergebnisses. Wenn ich irgendetwas kaufe, bis ich das integriert habe, bis das funktioniert, wenn ich irgendwas aufbaue, immer sind die für das aktuelle Ergebnis relevanten Zahlen schlechter, aber ich tue es für die Zukunft. Und diese Balance zwischen heute und morgen, ich glaube, da muss ein Aufsichtsrat ganz wesentlich mitwirken.
Es gibt dafür aus meiner Sicht eine Reihe von Möglichkeiten, die brauchen wir vielleicht im Einzelnen zu besprechen, aber eine, die ein Aufsichtsrat immer wahrnehmen sollte. Er sollte ein wertvolles Sounding Board sein. Er ist derjenige, der den Vorstand bestärkt, dass der Vorstand eben diese strategischen Entscheidungen trifft, auch unter Inkaufnahme von kurzfristigen Ertragsminderungen. Und das muss er aktiv tun, damit der Vorstand nicht das Gefühl hat, so meine Vergütung, all das gerät ins Schwimmen, also lass mal's lieber. Er muss das immer so sehen, dass es nicht reicht, den Kampf, also die operationale Performance zu gewinnen, aber den Krieg, die Strategie zu verlieren. Und das Dritte, was ein Aufsichtsrat an Beratung einbringen kann und einbringen sollte, ist die Diskussionskultur selbst. Ich spreche mal von einer offenen Diskussionskultur. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Gefängnis der Formalen, der Bänke, das ist ja eine Einengung und irgendwo auch ein bisschen bequem, weil wir sagen, wir können nicht anders, dass man das verlässt und dass man den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat sich selbst als gemeinsamen Teil des Führungsprozesses versteht. Es ist also entscheidend, dass man, wenn man sich unter Aufsichtsräten sieht oder spricht, auch wirklich präsent ist und nicht nur anwesend. Es ist wichtig, dass man ein bewusster Sparringpartner für den Vorstand ist und an ihn auch Fragen stellt und nicht nur abwartet. Wir hatten mal eine große Investition in Deutschland, dann haben sie eigentlich immer noch, in unserer Hauptstadt, die mit Verkehr zu tun hat. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen sagen. Und da gab es einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der, als das Problem zum ersten Mal sehr hoch kam, gesagt hat, da kann ich gar nichts dafür. Wenn ich nicht informiert werde von dem Problem, dann kann ich auch nicht reagieren. Ich meine, mit dieser Meinung würde ich einfach sagen, sollte man die Position des Vorsitzenden abschaffen. Denn dann übt er ja keiner aus. Also, dazu gehört auch, dass zwischen den einzelnen Aufsichtsratssitzungen aus meiner Sicht mehr Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern, also nicht nur zwischen Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden stattfindet. Normalerweise oder in vielen Fällen erfahren die Aufsichtsratsmitglieder 10 Tage vor der Aufsichtsratssitzung anhand der Tagesordnung und der Unterlagen etwas, dann findet die Sitzung statt und dann ist wieder 3 Monate Ruhe. Das ist natürlich nicht ein kontinuierlicher Führungsprozess. Da gibt es viel bessere, viel mehr Möglichkeiten, um zwischendrin zu kommunizieren. Also die erste Funktion, Aufsichtsrat, Rat, klar, viel stärker, viel engagierter den Vorstand unterstützen. Die zweite Funktion, Aufsicht oder Englisch Checks and Balances, das ist sicher die viel komplexere Fragestellung, aber ich würde sagen, auch die mindestens genauso wichtige. Das erste ist, der Aufsichtsrat hat, wenn Sie so wollen, als Königsdisziplin die Aufgabe, das beste Vorstandsteam auszuwählen und zu bestellen, was möglich ist. Nicht mehr, nicht weniger. Dazu wählt der Aufsichtsrat und er allein den Vorstandsvorsitzenden aus. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann entweder über eine langfristige Nachfolgeregelung gehen. Damit muss sich der Aufsichtsrat und hier speziell der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn der neue Vorstandsvorsitzende gewählt ist, an dem Tag starten, damit sich damit zu beschäftigen. Er muss versuchen, möglichst mehrere potenzielle Kandidaten zumindest mal sich vorstellen zu können. Er sollte das sicher in Konsultation mit dem Vorstandsvorsitzenden tun, aber er ist letztlich derjenige, der hier in die Zukunft schauen muss. Und er sollte die dafür in Frage kommenden Kandidaten ständig
beobachten und ein gewisser Mentor für sie sein. Und die zweite Nachfolgefrage, wenn nämlich wirklich der heutige Vorstandsvorsitzende plötzlich morgen ausfällt, dann muss er vorher, und das muss zumindest mal im Kerngerippe des Aufsichtsrats auch bekannt sein, wissen, wer dann morgen früh einspringen wird. Denn wenn so eine Katastrophe eintritt, dann gibt es nicht lange Überlegungen und Abstimmungen und sowas alles, dann muss sofort eine Regel her. Der zweite Teil dieser Königsdisziplin Bestellung des Vorstandsteams ist die Bestellung der Vorstandsmitglieder. Das ist eine Sache, die der Aufsichtsrat und hier wieder zunächst mal der Aufsichtsratsvorsitzende in ganz engen Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden macht. Während er den Vorstandsvorsitzenden ja alleine aussuchen kann und muss, ist das hier anders, denn der Vorstandsvorsitzende sollte in der Lage sein, die richtigen Vorschläge zu machen. Auch da wieder der Wunsch, nicht von einem Kopfmonopol abhängig zu sein, sondern Auswahl zu haben. Das wird in der Regel eine Mischung aus internen und externen Managern sein. Aber der Aufsichtsrat sollte dann auch diese Kandidaten laufend in irgendeiner Form begleiten, beobachten, sehen. Das ist nun sehr, sehr schwierig, weil in der deutschen Mitbestimmung es komplex ist, wenn Sie nur einen Teil des Aufsichtsrats, zum Beispiel nur die Anteilseigner, hier in die Aufgabe nehmen, weil dann die Arbeitnehmervertreter sagen, sind wir denn ein Zweiklassensystem? Auf der anderen Seite, Arbeitnehmervertreter würden sich sicher unwohl fühlen und es würde auch sicher größere Schwierigkeiten haben, wenn sie dann selbst einbezogen werden. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie ein Aufsichtsrat trotzdem diesen Remontenstall einigermaßen nah begleiten kann und auch ein bisschen steuern kann. Aber es ist eine Aufgabe, die nicht 3 Monate vor Neubesetzung eines Mandats begonnen werden sollte. Merkel, der große Bosch-Mann, hat mal gesagt, Führungsnachwuchs bekommt man anders als den übrigen Nachwuchs eben nicht in 9 Monaten. Und das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht nur die zweite Ebene, die hier in Frage kommt, kennenlernt als Aufsichtsrat, sondern dass man auch ihnen eine gewisse Führung gibt. Der zweite Punkt neben der Vorstandsbesetzung ist das, was ich mal Kanalisierung des erwünschten Vorstandsvorwärtsdrangs genannt habe. Für mich besteht gar kein Zweifel, dass der Vorstand das Unternehmen nach vorne treiben muss. Aber dieser Drang sollte eben kanalisiert werden auf das, was langfristig machbar ist. Und dazu muss zunächst mal jedes Aufsichtsratsmitglied ganz simpel die Ertragsdynamik des Unternehmens verstehen. Das klingt einfach. Aber wenn Sie wirklich mal fragen, wovon hängt es ab, dass unsere Marge um 0,3% gestiegen ist? Wovon hängt es ab, dass wir unsere Umsatzzahl um 100 Basispunkte nicht erreicht haben? Dann ist das eine Frage, die nicht immer Antworten auslöst. Aber ich glaube, das ist absolut essentiell. Und zu wissen, wovon die Ergebnisse abhängen, welche Rolle die Fixkostenproblematik spielt, wie Marktanteilsveränderungen sich auswirken, all diese Themen, die erfordern, was den Aufsichtsrat anbelangt, kein Controller-Examen, kein Wirtschaftsprüfungsstudium, aber sie müssen ein echtes Geschäftsverständnis haben und zum Beispiel in der Onboarding-Information, in der laufenden Schulung, die wir Unternehmen geben, müssen wir die Aufsichtsräte da immer hinbringen. Sonst bleibt das alles sehr oberflächlich und das einzelne Aufsichtsratsmitglied kann auch gar nicht dann so agieren und so entscheiden, wie es nötig wäre. Als zweites bei dieser Kanalisierung des Vorwärtsdrangs ist natürlich das Monitoren, das Verfolgen, das Beurteilen
der Erreichung von anspruchsvollen, aber immer realistischen Zielen. Da bin ich der Meinung, es ist viel besser, im Aufsichtsrat eine Reihe von wirklich aussagefähigen KPIs in der Sitzung zu diskutieren, als vier verschiedene Gewinn- und Verlustrechnungen der verschiedenen Einheiten. Versuchen Sie zusammen mit dem Vorstand, das Unternehmen so darzustellen in KPIs, dass Sie wirklich wissen, darauf kommt es an. Und wenn diese Größe so und so ist, dann ist das das und das Signal. Dann können Sie mehr Zeit auf Strategie verwenden. Dann sind Sie näher an den wirklich entscheidenden Themen dran. Und, auch daran liegt mir sehr viel, Sie kriegen das Management viel stärker zu einer Selbststeuerung, weil die genau wissen, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und schließlich achtet der Aufsichtsrat in dem Zusammenhang natürlich auch auf die Risikogrenzen, auf Compliance-Regeln, Tax Fraud, Whistleblowing, all die Themen, die muss er sich anschauen. Er ist gefordert, hier auch sicherzustellen, dass man da nicht über Grenzen hinausgeht. Aber er muss auch auf der anderen Seite noch für die übrigen Themen Zeit haben. Und die dritte Aufgabe des Aufsichtsrats im Rahmen seiner Kanalisierung des Vorwärtsdrangs ist seine Rolle als Defense of Last Resort. Der Aufsichtsrat muss alles dran setzen, großen Schaden von seinem Unternehmen abzuwenden. Das hat der Gesetzgeber schon längst so festgelegt, indem er sagt, Aufsichtsrat muss bei großen Geschäften zustimmen. Das ist ja ein Beispiel davon. Das hat sich natürlich historisch und so herausgebildet, dass es reine Formalien sind, die in aller Regel gar nicht mal die größten Risiken beinhalten, aber sie einfach ein Zustimmungserfordernis bringen. Ein Amerikaner hat gesagt, an effective board must act as a brake on poor decision making. Er macht nicht die Entscheidung, der Vorstand führt die Geschäfte, aber er muss in der Lage sein, irgendwo eine Bremse zu machen. Und schließlich beurteilt er zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden die Leistung der Vorstandsmitglieder und allein die Leistung des Vorstandsvorsitzenden und legt in dem Zusammenhang auch die Vergütung des Vorstands fest. Jedes Jahr und als Konzept. Diese Beurteilung, vor allem des Vorstandsvorsitzenden, ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema. Das ist ja die einzige Möglichkeit für einen Vorstandsvorsitzenden, ein systematisches Feedback zu bekommen. Und so großartig, Gott sei Dank, die Mehrzahl unserer Vorstandsvorsitzenden ist, so sehr ist natürlich trotzdem hier ein Dialog und ein Erfahrungsaustausch richtig, zumindest mindestens einmal jährlich ein ausführliches Beurteilungs- und Feedbackgespräch. Bei der Vergütung, auch da ist endlos viel davon geschrieben worden, brauchen wir sicher hier im Einzelnen nicht zu sagen. Mir geht es eigentlich darum, unter den drei Kriterien, motivierend, marktgerecht und transparent, dass wir dem Transparenzgedanken vielleicht etwas mehr Gewicht verleihen, denn mittlerweile sind unsere Vergütungsregeln derartig komplex und für einen Externen fast nicht mehr nachvollziehbar, dass damit alleine schon ein Problem entsteht. Ich sehe das mal ganz simpel. Es gibt ein Fixum, dann gibt es einen Bonus oder eine kurze mittelfristige Erfolgsvergütung für operative Leistungen, also für die operativen Ergebnisse, Stärken, Schwächen des abgelaufenen Jahres. Und dann gibt es einen Long-Term-Incentive-Plan für die strategischen Leistungen. Und so einfach, möglichst einfach, ist es, glaube ich, für alle Beteiligten besser. Neben diesen beiden Funktionen des Aufsichtsrats, dass er Berater ist und Checks and Balances, ist natürlich für den Aufsichtsrat selbst auch wichtig, wie er operiert. Und da habe ich mal als Überschrift gesagt, er ist, wenn Sie so wollen, der Gralshüter der guten Corporate Governance. Er arbeitet zunächst natürlich eng und vertrauensvoll
mit dem Vorstand im Unternehmensinteresse zusammen. Sie können sich das, jedes Beispiel hinkt, vielleicht so vorstellen: Bei einem Formel-1-Rennen ist der Fahrer derjenige, der den Erfolg ausmacht, der am Ende auch bejubelt wird oder auch nicht. Und der Boxenfunk sagt ihm, wann die Reifen gewechselt werden müssen oder wo irgendwo eine Ölstelle ist. Und so ist das auch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Aufsichtsrat ist der Boxenfunk. Der Grundgedanke in dem Zusammenhang oder im Zusammenspiel ist für mich partnerschaftlich, aber nicht kollusiv. Also beide müssen exakt das gleiche Verständnis von Unternehmenskultur, Zielen und Compliance haben. Komplementär, aber nicht antagonistisch. Und hartnäckig, aber charmant. Der Aufsichtsrat muss natürlich seine eigene Arbeit möglichst effektiv organisieren. Dazu gehört, dass der Aufsichtsratsvorsitzende die Sitzung offen und straff führt. Offen, das heißt, jeder muss zu Wort kommen. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, das wäre nicht nötig oder es ist schon alles gesagt, so ist es. Jeder muss die Chance haben, dort zu kommen, aber straff, damit man auch eine Tagesordnung sinnvoll abwickeln kann. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, das kann man erreichen durch KPIs, durch eine ganze Reihe von Punkten, aber ich glaube, das ist wichtig. Dazu gehört aber auch, dass der Aufsichtsratsvorsitzende versuchen muss, die Diskussion auf der richtigen Flughöhe zu halten. Dass man sich nicht plötzlich an einem Thema in den Details noch so sehr verliert. Das ist manchmal unendlich charmant, weil man da als einzelnes Mitglied nur mal mitreden kann, der berühmte Fahrradständer. Auf der anderen Seite ist auch überhaupt nichts damit gedient, wenn man es auf einer so hohen Abstraktionsebene hat, dass der Vorstand mit der Aussage, wir wollen auch im nächsten Jahr wieder erheblich wachsen, schon durchkommt. Also die Frage der Flughöhe der Diskussion ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es gehört auch zur Effizienz im Aufsichtsrat, dass man Ausschüsse bildet. In Amerika ist das insofern anders. In Amerika sind die Ausschüsse auch entscheidend. Das heißt, ein Compensation Committee entscheidet über die Vergütung des CEO, des CFO, nicht das Gesamtboard. Diese Kompetenz wird übertragen, mit der Folge, dass die sich nun sehr intensiv damit auseinandersetzen und auf Dauer sicher dort auch einen erheblichen Beitrag leisten. Bei uns sind, ich lasse es mal Banken, wo sie einen Kreditausschuss haben, außen vor, bei uns sind Ausschüsse in aller Regel empfehlende Ausschüsse. Das heißt, der Ausschuss empfiehlt, dem Aufsichtsrat so und so zu votieren. Das hat immer eine gewisse Lücke in der Verantwortung. Das Aufsichtsratsmitglied sagt sich, naja, also wir diskutieren das, wir machen noch eine Empfehlung, aber letztlich entscheiden tun wir nicht, also so ganz schlimm, selbst wenn wir mal falsch liegen mit unserer Empfehlung, ist ja nicht, denn eigentlich ist es ja der Aufsichtsrat, der die Verantwortung hat. Der Aufsichtsrat sagt, also wenn die vom Ausschuss, die das so intensiv bearbeitet haben, das empfehlen, dann brauche ich das doch nicht nochmal so zu prüfen, dann wird das schon so richtig sein. Also da muss man sich sicher mal überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen anders macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in einem Aufsichtsrat eine echte Gruppendynamik hat. Es hat sich aus meiner Sicht oft bewährt, dass man regelmäßig, ob nun in jeder Sitzung oder von mir aus ein, zwei Mal im Jahr, eine sogenannte Executive Session im Aufsichtsrat macht. Das heißt, eine Sitzung, eine Stunde, wo der Aufsichtsrat ohne jeden anderen, ohne den Vorstand, ohne den Protokollanten, ohne irgendjemand zusammensetzt. Und einfach mal sagt, okay, das bewegt uns wirklich. Da wird man feststellen, dass bei den ersten zwei Sitzungen kaum was rauskommt. Weil das so neu ist und so ungewöhnlich ist, dass man eigentlich die Sitzungszeit auf 20 Minuten locker reduzieren kann. Aber danach wird es anders. Dann kommen Themen, die schon der Einzelne hat, die aber in der bisherigen Dynamik in der Öffentlichkeit so nicht nennen wollte. Und dann kommt die dritte Phase, wo man eine Dreiviertelstunde im Aufsichtsrat eine solche Executive Session macht und dann den Vorstandsvorsitzenden reinbittet und ihm zusammengefasst sagt, was da alles erzählt worden ist.
Das hilft enorm. Ich glaube, ganz wichtig ist auch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter, der ja in aller Regel ein Arbeitnehmervertreter ist. Das ist eine Stärke unseres Systems, dass wir eben gelernt haben, über die Bänke hinweg zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das sollte man aber auch ganz bewusst pflegen. Hier auf Dissonanzen zu gehen, bringt überhaupt nichts. Ich bin immer jemand, der sagt, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende mal kurzfristig die Sitzung verlassen muss, dann ist natürlich der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende derjenige, der die Sitzung leitet und nicht irgendein anderer anteilseigener Vertreter, der vorher dazu ausgeguckt ist. Ich mag immer die Regel des pari passu, wenn plötzlich auf der einen Seite ein Mitglied nicht dabei sein kann und nicht eine Stimmbotschaft abgeben kann, dass dann bei der Abstimmung von der anderen Seite auch einer sich enthält, damit nicht diese Frage zur Entscheidung kommt. Und ein guter Aufsichtsrat hinterfragt natürlich regelmäßig die Qualität seiner Arbeit. Das sind wir nun schon gehalten, wieder Straßenverkehrsregeln müssen wir halt machen. Und ich glaube, diese Fragebögen sind nur ein Teil. Ein Modell zum Beispiel ist, dass ich in einem Jahr einen Fragebogen mache und im nächsten Jahr setzt sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit jedem einzelnen Aufsichtsratmitglied, anteilseigener Vertreter wie Arbeitnehmervertreter, einzeln eine Viertelstunde zusammen und bespricht unter vier Augen mit der, völlig geschlechtsneutral, was die Ansichten sind, die Kritikpunkte sind, aber der Aufsichtsratsvorsitzende sagt auch ihm oder ihr, wo er noch eine Steigerung in dem Mitwirken sich vorstellen kann. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und schließlich der Aufsichtsrat, ein effizienter Aufsichtsrat, das hatten Sie vorher schon angesprochen, vertritt auch die Gesellschaft, Investoren oder Dritten gegenüber dort, wo er gefordert ist und wo niemand anders diese Fragen für das Unternehmen ausreichend beantworten kann, typischerweise Vorstandsvergütung oder Zusammensetzung des Aufsichtsrats oder ähnliches. Keine Frage. Also, wenn ich das zusammenfasse, ich glaube, die Details, die Einzelfunktionen sind zwischen den einzelnen Gesellschaften im Aufsichtsrat immer unterschiedlich und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Kernthema Support and Challenge, das sollte unverrückbar sein für einen Aufsichtsrat. Und das heißt dann eben auch, dass man die gemeinsame Steuerung von Vorstand und Aufsichtsrat als Chance wollen soll und nicht als reine Pflichtübung ansieht. Denn Unternehmenssteuerung in unserem System steht nun einfach mal auf zwei Beinen. Und wenn ich hier in die Runde schaue, im Saal, haben wir, glaube ich, alle Sie von der IR-Seite und Unternehmer, Vorstände, Aufsichtsräte, exakt das gleiche gemeinsame Interesse. Wir, Sie wollen möglichst erfolgreiche Unternehmen repräsentieren. Und das wird in aller Regel durch eine aktive Führung, die mehr erreicht, als eigentlich in dem Unternehmen drinsteckt, am besten gewährleistet. Diese sogenannte, so gelebte, richtig gelebte Corporate Governance von Vorstand und Aufsichtsrat, die dann auch ihren Namen verdient, ist zwar längst nicht alles, aber ich glaube, ohne sie ist beinahe alles nichts. Herzlichen Dank. Herr Professor von Schimmelmann, ganz, ganz herzlichen Dank im Namen aller hier für Ihre wertvollen, spannenden Einblicke in die Sichtweise, die Arbeitsweise des Aufsichtsrates. Bevor wir gleich zum Panel gehen, wir sind auch ein bisschen knapp in der Zeit, holen wir hinten wieder raus. Eine Frage wollte ich mal stellen. Sie haben ein Bild besonders betont, dass Sie sagen, all die Gesetze, die Regularien, die wichtig sind, das ist wie die Straßenverkehrsordnung, die einzuhalten ist wichtig, aber jemand, der sich daran hält, ist nicht automatisch ein guter Fahrer, sondern da gehört mehr dazu. Welche Rolle kann Investor Relations dabei spielen, einen Aufsichtsrat zu einem guten oder einen besseren Fahrer zu machen? Oder in anderen Worten, ist für Sie die Funktion von Investor Relations ein Informationsgeber, vielleicht sogar ein Ratgeber in gewissen Punkten? Und wenn ja, zu welchem Extent, in welchem Ausmaß oder in welchen Punkten?
Also ich sehe das auf jeden Fall so. Ich sehe Investors Relations im Moment mal in allererster Linie als den Transmissionsriemen der Sicht der Investoren hin zum Unternehmen. Und wir hatten die Diskussion ja schon vor 20, 30 Jahren, wenn Unternehmen an die Börse gegangen sind und gesagt haben, es ist doch einfach saublöd, da kriegen wir jetzt so Fragen gestellt, die verstehen unser Geschäft nicht, die Investoren, die haben ja gar keine Ahnung und die beschäftigen sich auch da nur ganz kurz damit und was soll das Ganze? Ich glaube, dass alle die Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, in der einen oder anderen Form gemerkt haben, dass Investoren natürlich neben ihrem eigenen Interesse eine Reihe von Sichtweisen einbringen, die hochinteressant sind. Und ich glaube, dass Investors Relations, wenn sie das richtig und auch ordentlich gespiegelt dem Aufsichtsrat geben, ist das hochinteressant. Also ich profitiere bis jetzt immer, also bis heute, Zukunft kann ich noch nicht sagen, sehr von den Gesprächen mit Herrn Ziegenberg. Herr Professor Schimmel, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Gute Heimreise nach Bonn. Auch nochmal vom Herrn Publikum.